Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Top-Liste. Und heute machen wir wahrscheinlich erstmal die bedeutendste Top-Liste für eine lange Zeit auf dem Kanal und die bedeutendste, die wir bis jetzt überhaupt gemacht haben. Nämlich schauen wir uns heute mal meine Top 15 Lieblingsgames überhaupt an. Ich habe sehr lange rausgesucht, ich habe sehr lange überlegt und das ist auch mit so das schwierigste Video, wo ich mich ein bisschen ausdrücken muss, wo ich mich ab und zu ein bisschen kurz fassen muss. Manchmal muss ich ein bisschen längere Ausschweife machen. Eieiei. Ja, eigentlich wollte ich ein Top-10-Video machen, habe dann aber gemerkt, ey, bei meinen Lieblingsspielen, das geht nicht, das sind so viele so nah aneinander, machen wir mal 15. Und jetzt merke ich bei manchen auch schon, manche Spiele, die eigentlich mit hier auf die Liste müssten, haben es nicht mit drauf geschafft, obwohl es ganz knapp dran sind. Also eigentlich hätten wir auch 20 Games nehmen können, aber ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, dass die Spiele hier, dass ich die hier in der Liste absolut hoch bewerte und absolut liebe die Games. Kurze Vormerkungen vorweg. Ich habe bei zwei Spielen, wollte ich euch die mal ein bisschen anders aufnehmen. Die habe ich mit meiner Kamera abgefilmt von der PSP und der PS Vita. Erstens, um euch erstmal beweisen zu können, dass ich sie durchgespielt habe. Oder zumindest das gespielt habe, was ich immer in meinen Videos sage. Zum Zweiten auch, weil wenn ich die auf dem PC zocken würde, wäre es extrem schwer, zu dem Punkt zu kommen, den ich euch im Video eigentlich klar rüberbringen möchte. Sprich zum Beispiel Spoiler Persona hier in der Liste. Da müsste ich auf dem PC unfassbar viele Stunden zocken und das würde ich einfach nicht machen. Auch nicht für so ein Video. Deswegen habe ich es abgefilmt. Vielleicht hat es dann auch ein bisschen einen anderen Flair. Seid mir nicht böse. Alle anderen Games in der Liste, das ist dann schon besser. Aber gut, starten wir direkt rein. Platz 15, BlazBlue Calamity Trigger Portable für die PSP. Legit, wer eine PSP hat, der weiß, es sind nicht unbedingt die geilsten Games dafür rausgekommen. Und ich hätte jetzt auch genauso gut Silent Hill Origins oder Silent Hill Shattered Memories für die PSP rauskramen können. Aber die finde ich für die anderen Konsolen ein bisschen besser. Und legit, das einzige Game, was ich so ultra viele Stunden gezockt habe, mindestens 20, 30 Stunden, ist legit BlazBlue für die PSP. Ist einfach so ein geiles Game unterwegs zum Zocken. Die Grafik ist auch vor allen Dingen sehr gut, muss ich sagen. Vor allem für die PSP. Pixel sind wieder sehr gut, alles gestochen scharf. Du hast einen Haufen Zusatzkram, du hast ganz verschiedene Modi. Vor allem früher mit der Internetverbindung online gegen Spieler zocken. Verbindest es mit deiner PS3. Das ist alles sehr geil. Zudem hat das Spiel ganz viele verschiedene Modi, wie einen Arcade-Modus, Story-Modus mit unfassbar vielen Charakteren. Das Kämpfen macht ultra schönen Spaß. Du hast einen Haufen Kombos, die du einsetzen kannst. Special Attacks, obwohl ich sagen muss, ich beherrsche die jetzt nicht wirklich. Ich beherrsche genau einen Charakter, nämlich Taokaka. Und da auch nur die Basics, sage ich mal so. Ich beherrsche das Grundkampfsystem und kann ein Special einsetzen und den Rest halt absolut nicht. Was sich ein bisschen bemerkbar gemacht hat, aber ich habe mit dem Charakter wirklich, ich habe den ein bisschen perfektioniert, normal zu spielen. Noch dazu hat das Game so einen kleinen Shop, wo du was so ein bisschen Anreiz zum Spielen schafft, weil ihr da Konzeptarts, bestimmte Zeichnungen und alles freischalten könnt. Ihr habt einen abgekürzten Story-Modus, ihr habt einen Rang-Modus, wo ihr gegen einen Computer kämpft, ihr habt so einen Stage-Modus, wo ihr irgendwie so 10, 20 verschiedene Stages machen müsst. Das ist alles sehr cool. Ihr habt eine Galerie, wo ihr euch die Sequenzen des Spiels ansehen könnt, die ganzen Bilder. Das ist alles sehr nice. Und ich muss sagen, für was war es? 20 Euro gebraucht heute das Spiel oder neu. Für die PSP, wer noch eine hat, fucking awesome. Oder ich glaube, für die PS Vita gibt es das auch. Ich habe es immer unterwegs gezockt. Das ist ultra geil. Und deswegen eine Empfehlung. Platz 14, Splatoon 2 für die Nintendo Switch. Oh boy. Ja, Splatoon 2 war mein erstes Splatoon, was ich wirklich ganz aktiv gespielt habe und wo ich auch wirklich reingekommen bin. Das war zudem das erste Game, was ich wirklich Multiplayer-mäßig gezockt habe, wenn man Zelda Triforce Heroes außen vor lässt. Ja, das ist die Online-Sparte, in der ich mich bewege. Zudem war es so der erste Shooter,
so von Nintendo, so mit Splatoon 1, und das war vor allem der erste Shooter, wo ich so reingekommen bin. Und ich finde diese Farbpracht, ich finde die Inklinge so cute und so cool. Ich finde das ganze Farbkonzept halt einfach, du ballerst dich nicht auf einer Stage die ganze Zeit ab. Ich meine, das machst du auch, sondern du versuchst halt die Stage einzufärben. Hast verschiedene andere Modi noch. Dem noch der Story-Modus, der dem vom ersten Teil sehr gleich ist, aber nochmal ein bisschen, ne, challengiger, ein bisschen spannender ist. Oder ob es der DLC ist, Octo Expansion, der das Game nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Salmon Run. Oder ob du das machst und dir die ganze Zeit Belohnungen holst. Du kannst deinen Charakter customizen, wie du willst. Du kannst dich dann mit Leuten austauschen. Das ist so cool. Du kannst dir Freudeskurze her schicken, wie du willst. Du kannst deine Gruppe bilden. Es gibt viele YouTuber, die ihren kompletten Lebensweg nur um Splatoon gemacht haben. Und ich muss sagen, das Spiel hat mir so viele Stunden coole Lebenszeit gegeben, aber auch so viele Stunden Frustration. Es war einfach nur awesome und deswegen, ich kann es jedem nur empfehlen, spielt jetzt Splatoon 3. Ich habe heute nochmal Splatoon 2 gespielt, es ist nicht mehr so aktiv und Splatoon 1 haben sie jetzt das Server abgeschalten, das ist sehr schade. Trotzdem, es ist ein ultra geiles Game, schaut es euch an, eine Empfehlung ist auf jeden Fall da. Platz 13, Cyberpunk. PS4-Version. Ja, denn ich habe mich von der PS5 und Xbox Series X-Version ein bisschen abgewandt. Und auch die PC-Version, die ich habe, werde ich wahrscheinlich nicht weiterzocken. Warum? Ich habe das Game, eineinhalb, zwei Jahre nach Release gezockt auf der PS4 Pro. Ich habe das durchgegrindet mit, 80 Stunden Spielzeit. Dann bin ich wieder rein, habe nochmal neu angefangen, weil ich das Secret-Ende nicht zocken konnte. Habe nochmal meinen Charakter komplett neu aufgebaut und bin mittlerweile bei, 180, 190 Stunden Spielzeit. Und das ist viel zu viel. Ich habe jede fucking Quest im Game gemacht. Ich habe die Rennen gemacht. Ich habe mir jedes Fahrzeug geholt. Oh meine Güte. Ich habe eigentlich so jede Wohnung mir geholt. Ich habe das Game völlig durchgegrindet. Ich liebe das Kampfsystem. Ich habe meinen Charakter gemacht. Und ich bin nicht einer der wenigen, der seinen Charakter halt wirklich... Also ich habe meinen Charakter auch nach Kleidung und nach Werten gemacht. Mein Charakter sieht noch gut aus. Ich mag einfach die Änderungen nicht, die es bei der PS5 oder halt bei den neuen Versionen gibt. Weil, wer es nicht weiß, das alte Cyberpunk, das ging nur bis zum Edgerunners Update und dann kam das riesige Update mit einem komplett neuen System, mit einem komplett neuen Skilltree, neuen Waffensystem, Kleidung haben keine Werte mehr, die ganze Cyberware wurde zurückgesetzt und neu gemacht und so. Und ich bin mittlerweile halt einfach so, nee, ich habe einfach zu viel Zeit in das Game reingesteckt, um jetzt halt wirklich nochmal von neu anzufangen. Deswegen, ich liebe das Game, ich liebe die Story, die Nebenmissionen sind auch relativ cool, das Spiel hat eine schöne Open World. Das einzige Problem am Game sind halt die Ladezeiten auf den alten Konsolen. Das ist halt leider so. Sprich, du hast jedes Mal 20 Sekunden Ladezeit, wenn du irgendwas machst. Das ist sehr geil. Ansonsten, ich hatte nichts Game-Breakendes. Die Bugs haben sich auch in Grenzen gehalten. Vor allem auf der PS4 Pro, muss ich sagen, echt nice. Auf der Xbox war es nochmal ein bisschen schlimmer. Es ist ultra geil, die Lichteffekte sind cool, das Kämpfen macht Spaß. Es ist halt dieses Skyrim-typische Kampfsystem, wo du ballerst halt oder wenn du schlägst, schlägst du halt einfach nur so. Es ist halt exakt das, aber es macht Spaß. Die Kämpfe sind cool, sind irgendwann nicht so challenging, wenn du Level 50 bist und alles wegrackst und du deinen Charakter halt absolut aufgepowert hast. Aber das Spiel macht Spaß, ich mag die Story, das Spiel hat eine Story, die dir vermittelt. Nee, es wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch am Ende. Ne, was ich halt für eine Story gewählt habe. Ich habe halt das True Ending gemacht, bin in den Tower rein. Wer es kennt, habe dann da alles gemacht und habe Johnny das Leben leben lassen. Sodass V halt einfach kein Happy End bekommen hat, weil V hat kein Happy End in keinem der Enden. Es gibt, dieses Spiel zeigt halt einfach auf, du hast dich mit einer ganz großen Macht angelegt und wirst einfach gefickt, aber du kannst das Beste draus machen. Und deswegen liebe ich das Spiel. Das Spiel hat so viel Gutes gemacht, es hat deutliche Probleme, es ist nicht das geworden, was die Entwickler versprochen haben. Aber fucking für 30 Euro, für das es das mittlerweile gibt, plus den ganzen Zusatzkram und was du da noch dazu hast, wie die Karte, die Postkarten, die Sticker, alles was dazu ist, was man eigentlich, sagen wir mal ehrlich, andere Entwickler würden das als Limited Edition für 80 Euro verticken, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist cool, der Rufschaden, den Cyberpunk hatte, ich kann es verstehen. Aber ich mochte das Game einfach und ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Kriegt von mir eine 8 von 10, ist sehr geil. Weiter. Platz 12. Animal Crossing New Leaf für ein 3DS. Ja,
mein erstes Animal Crossing, was ich sehr aktiv gespielt habe. Ich habe davor auch Wildboard ganz viel gezockt, aber nichts im Vergleich zu New Leaf. Ich hatte eine wunderbar schöne Stadt, wieder Ozara, meine Stadt. Ich hatte das wunderbar aufgebaut. Ich hatte wirklich so diese modernen Möbel-Sets. Ich hatte das Schachset, ich hatte dieses Designer-Set. Ich hatte diese Theme-Sets, wie das Halloween-Ding. Ich hatte den kompletten Schneeraum mit dem ganzen Weihnachtskram. Ich habe mein Haus ausgebaut bis zum Maximum. Ich hatte so viel Geld. Ich habe meine Stadt verschönert gemacht. Alles toll. Und dann habe ich für das Let's Play auf dem Zweitkanal meine Stadt gelöscht und wollte nochmal völlig neu anfangen. Oh, scheiße. Das war eine der größten Sachen und ich bereue es immer noch. Ich bereue es sehr, dass ich das gemacht habe. Lieber hätte ich meine Stadt und meine ganzen Bewohner gehabt. Ich hatte Sophie, Bianca, Rubina, Doro. Die ganzen coolen Bewohner sind ja alle ultra cute. Ich hatte noch ein paar andere, an die ich mich jetzt allerdings leider nicht mehr erinnere. Ich habe immer ein, zwei Bewohner, die ich rauskicken wollte, weil ich immer wollte, dass meine Stadt perfekt ist. Habe immer geguckt, dass ja keiner auszieht. Hatte das Café, ich habe alles gemacht. Das Spiel hat so viele Möglichkeiten. Und ich muss sagen, was was gebraucht, mittlerweile 20 Euro. Das ist das absolut wert. Das ist sowas von cool. Es ist ein wunderbar krasses Animal Crossing. Es hatte mehr Content, es hat deutlich mehr Content wie New Horizons. Damals, als es rauskam, und aus meiner Sicht hat es immer noch mehr Content, weil bei New Horizons fehlen die Ladenerweiterungen, es fehlen die Clubs, es fehlt Einkaufsstraße, es fehlt so viel Kram. Ein richtiger Blumenladen fehlt, es fehlt beispielsweise die saisonalen Events haben am Anfang gefehlt. Die ganzen Möbelsets und alles, viele Klamotten. New Horizons hat mir diese Spielerfahrung nicht geboten, weshalb ich das auch beim ersten Mal gezockt habe. Und dann halt irgendwie, ich habe es ein, zwei Stunden gespielt, das Tutorial, und dann habe ich das irgendwie zwei, drei Wochen nicht angefasst. Und New Leaf kann ich allerdings immer spielen. Allein als ich das Gameplay für den Part aufgenommen habe, habe ich gemerkt, oh, ich habe coole Bewohner, ich habe eine richtig coole Stadt. Warum habe ich da jetzt ein Jahr lang nicht reingeguckt? Ich muss unbedingt wieder zocken. Das Game ist eine fucking Empfehlung. Spielt es. Es ist ultra geil. Ist eine 9 von 10. Es gibt einige Sachen, die man hätte besser machen können, wie beispielsweise, ne, ein bisschen draußen mehr platzieren. Man hätte eventuell noch eine zweite Stadt einbauen können, wie bei Let's Go to the City. Das Spiel ist generell ein kleines bisschen klein, ne. Es hätte noch ein bisschen mehr Umfang, ein bisschen was Größeres brauchen können, ne. Eventuell die Hausanpassungen, die man dann in Happy Home Designer hatte, hätte man vielleicht noch nachpatchen können oder als DLC, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Oder ein paar alte Charaktere wiedersehen. Oder dieses Gymnastik-Ding, was sie jetzt in New Horizons reingepackt haben. Hätte man alles machen können, das wäre noch sehr cool gewesen. Oder mehr Bürgermeister-Aktionen. Trotzdem ist das Spiel awesome. Schaut es euch an. Weiter. Platz 11. Red Dead Redemption 2. Ich habe damals die Best-Ops bei Funk Royal gesehen. Wie eventuell ein paar Leute von euch, weil das Game ultra krass war, das war Rockstar. Ich habe mich nie wirklich so für GTA, ich habe damals Vice City gespielt. Natürlich immer nur mit Cheats, San Andreas, bis wir irgendwann die Konsolen und die Spiele verkauft haben, dann lange Zeit nicht mehr. Dann irgendwann von GTA 5 bei Gronkh und alles, war awesome. Und dann irgendwann mal von Red Dead erfahren. Was? Red Dead Redemption 2 soll eines der besten Open-World-Spiele ever sein, soll grafikmäßig krass sein. Warte mal, hier, Funk hat das gespielt, schaust du dir halt an. Und boy, es war so lustig, es war so cool. Ich war geflasht von dem Spiel, wie es rübergebracht wurde. Was für random Events und Aktionen das Game hatte, was für eine vor allem krasse Story es hatte und wie viel Content, wie viel Inhalt. Eine krasse Open World, viele Entscheidungen, die du treffen kannst, die du vor allem unterbewusst auch triffst. Du hast diesen Moralbalken. Du hast die Verbundenheit mit deinem Pferd, du hast die Gruppe, die ganzen Aktionen der Gruppe, die Camps, die Missionen. Das Spiel ist aus meiner Sicht fast perfekt. Ich habe nur wenige Kritikpunkte und meine kleinen Kritikpunkte sind manchmal die Eingeschränktheit in den Missionen, was bei Rockstar Games ja leider oft der Fall ist. Manchmal das Reizsystem, dass dein Pferd wie magnetisch von Bäumen und Hindernissen angezogen wird und du irgendwo an manchen Sachen festhängst. Das Zeugen- und Polizeisystem. Aber da haben sehr viele Probleme mit. Und hat generell, dass deine Moral viel zu schnell abgezogen wird. Ich habe beispielsweise jetzt einen Büchsenmacher überfallen, wie ihr es wahrscheinlich jetzt sehen könnt. Und direkt, die haben auf mich geballert oder keine Ahnung. Ich knall die halt ab, weil die aggressiv sind einen. Und mein Moralbalken wird direkt zurückgesetzt. Und ich habe mir dafür Stunden mich abgearbeitet, dass ich so ein guter Charakter werde. Und mache ich einen so eine böse Tat, obwohl das ja auch schlechte Menschen sind, obwohl das ja auch was Kriminelles ist, was die da machen.
Und ich finde das manchmal ein bisschen ungerecht. Auch generell manchmal, keine Ahnung, ich spiele 5-6 Stunden, treffe so 10 random Leute, was weiß ich. Mach irgendwie Events, helfe den Leuten, aber keine Ahnung. Dann weiß ich nicht, was wird immer gesagt, du bist ein eiskalter Killer und hast du nicht gesehen. Das Spiel hat noch seine Verbesserungen und so. Manchmal auch, dass die Städte immer ein bisschen gleich aussehen, ja. Man könnte es noch ein bisschen besser machen, aber es ist deutlich eine 9 von 10. Es ist fast perfekt. Es ist ein sehr gutes Game, schaut es euch an. Voice Acting ist awesome, Charaktere sind awesome. Arthur Morgan, ich liebe ihn, so wie jeder andere im Internet auch. Perfekt, ich werde mich bald an Red Dead 1 wagen. Platz 10, Little Nightmares. Die Complete Edition. Und oh boy, die Liste muss echt gut sein, wenn eins meiner Lieblingshorrorspiele oder vielleicht sogar mein Lieblingshorrorspiel auf Platz 10 ist. Warum? Little Nightmares, die Complete Edition, sprich das Hauptgame und der DLC und alle Masken und was es dann nicht alles gibt, ist ein extrem geiles Game. Ich liebe diesen Knet-irgendwas-Horror, weil es sieht so ein bisschen, ne, ja, Comic-mäßig aus. Alles sieht aber auch so knetig, so klein aus. Ich liebe Six als Charakter, so böse der Charakter auch sein mag. Ich liebe diese Welt, den Maw, dieses Schiff, dieses riesige Schiff, und was da unter Wasser ist, nur mit so einer kleinen Insel rausguckt. Ich liebe die Charaktere, die Gegner und dass das Spiel vorhin keine Dialoge hat. Du wachst einfach auf und du spielst das komplette Spiel durch und du musst dir deine Story selber denken. Am Ende hast du halt die Lady, die du besiegst, und dann kommst du raus. Und seitdem haben wir nichts mehr von der Story gehört, wie es weitergeht. Das ist einfach ultra geil gemacht. Das Spiel hat seine düsteren Momente. Es hat vielleicht nicht Horror in dem Sinne, aber es hat eine düstere Atmosphäre, manchmal ein paar kleine Jumpscares, manchmal halt Momente, wo du halt wirklich schlecht, wo du dir denkst, okay. Beispielsweise die Hungerattacken von Six. Die sind nochmal ein ganz anderes Level an Böse, und mit der Vorgeschichte vom zweiten Teil weiß man ja auch, was es damit ein bisschen auf sich hat. Oder manche Gegner, manche Umgebungen, wie düster die einfach sind, wie dreckig die einfach sind. Das ist sehr nice, und der DLC treibt es ja nochmal auf die Spitze. Der DLC ist bockenschwer, hat auch ein bisschen dieses Kampfsystem dann mal am Ende gegen diese Schattenfiguren reingebracht. Der DLC ist aus meiner Sicht ein bisschen monotoner. Vor allem das Gebiet mit der Kohle, wo du die kleinen Zwerge da sammeln musst. Ne? Aber ich finde, die Story geht gut aneinander über. Ich mag die Steuerung. Ich habe nicht das Problem mit der 3D-Ansicht und der Steuerung, was viele Leute haben. Das stört mich überhaupt nicht. Mich stören ja manchmal so Sequenzen, wo das Game manchmal sehr hart ist, wie Verfolgungssequenzen oder dieses über den Tresen rennen und nicht von den Leuten da gegriffen werden, oder glitschen die sich manchmal rein. Hausmeister greift dich auf einem Schrank, wo er dich nicht mehr erreichen sollte wegen der Reichweite. Sowas. Das nervt mich eher ein bisschen, aber ansonsten ist das Game aus meiner Sicht, ich weiß nicht, was ich damals gegeben habe, aber ich glaube auch eine 9 von 10. Es ist extrem geil. Ich liebe es. Ich mag es mehr wie den zweiten Teil, weil ich den ersten zuerst gespielt habe und deswegen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Platz 9, Minecraft Pocket Edition. Ich habe mir die Pocket Edition damals, ich habe im Play Store nachgeguckt, 2015, Anfang 2015 geholt, für fucking, was war's, Schweizer Franken oder so. Hab das da mal in Euro rumgerechnet und hab gesehen, ich habe damals ungerechnet 3 Euro für das Spiel bezahlt. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist oder ob ich es damals als Key gekauft habe. Auf jeden Fall habe ich's, und ich bereue es, dass ich euch viel das ja nicht zeigen kann. Ich habe es jetzt hier vom PC aufgenommen, über meine App. Ich habe Maps gebaut. Ich habe Maps und ich habe Welten gebaut. Das kann ich euch sagen. Ich habe so viel Stunden Arbeit und Lebenszeit in dieses Spiel einfließen lassen. Das könnt ihr gar nicht glauben. Ich habe Maps immer gebaut und Storys mir überlegt. Ich habe riesige Gebäude gebaut. Ich habe Welten gebaut, die schon, um die 40, 50 Megabyte groß waren auf dem Handy. Und wenn ihr das euch die Welten immer anseht im Speicher, das ist extrem viel. Ich habe Tempel gebaut. Ich habe Zelda-Maps gebaut, ich habe Dungeons gebaut, ich habe Sachen aus Spielen nachgebaut, mir vieles selber überlegt. Ich habe Maps gebaut, die habe ich meinem Bruder dann zum Spielen gegeben, und so kleine Adventures gemacht, auch große Adventures. Ich hatte eine riesige Wolkenstadt. Ich habe fucking, wie hieß die Stadt, Columbia, aus Bioshock Infinite nachbauen wollen. Ich habe da wirklich, da ist extrem viel Lebenszeit reingeflossen. Ich habe, wer Pokémon X gespielt hat, das
der Palast am Ende von den Top 4. Sowas habe ich gebaut. Ich habe riesige Dungeons, Paläste, Tempel gebaut. Ich habe da Lebenszeit reinfließen lassen. Das ist unfassbar. Und vor 1,5 Jahren habe ich meine größte Welt, mein größtes Achievement, wo ich mir auch gedacht habe, was Besseres kann ich nicht bauen, habe ich verloren. Weil das Spiel hat ein Problem. Du kannst deine Welt nur sehr schwer übernehmen auf ein neues Gerät. Sprich, du wechselst dein Telefon. Wenn du von Anfang an deine perfekte Welt, so wie ich es halt gemacht hatte, wenn du das auf der Anwendung gespeichert hast, sprich auf der App, kannst du es nicht übertragen. Dann kannst du es leider nicht mit auf dein neues Gerät übernehmen. Und auch wenn du es auf deiner SD-Karte speicherst, updatet es die Welten manchmal nicht. Sprich, du hast vor 3 Wochen deine Welt auf der SD-Karte gespeichert. Gut, dein Fortschritt wurde gespeichert, du spielst weiter, schaust in 2 Wochen nochmal rein. Da ist der alte Spielstand drin und das updatet nicht. Und manchmal findest du den auch nicht. Es ist sehr schwer, das zu übertragen. Ich habe alles verloren und seitdem habe ich das Spiel nicht mehr angerührt, weil ich weiß, ich könnte das nicht nochmal bauen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich gebaut habe. Es war unfassbar. Ich liebe das Spiel. Wenn Leute neben mir gesessen haben und gefragt haben, Mann, was machst du? Ich spiele Minecraft. Alter, wie kannst du das so schnell bauen? Das hast du doch mit Mods gebaut oder so. Diese Riesenwände, diese Riesenhalle. Nee, da habe ich halt 5-6 Stunden gesessen. Okay. Ich habe da wirklich meine Lebenszeit reingesetzt. Das ist wirklich ein Spiel mit einer Geschichte. Platz 8. Zelda Spirit Tracks. Mein erstes Zelda, was ich durchgespielt habe. Ne, ich hatte vorher Phantom Hourglass. Ja, DS-Zelda. Die DS-Zelda sind vielen eher negativ in Erinnerung geblieben. Mir nicht. Das war meine Kindheit. Ich habe Zelda Spirit Tracks geliebt. Ich mochte den Soundtrack. Und es war sehr schwer, es mit dem Spiel, was hier nachkommt, zu vergleichen und mir zu überlegen, ey, was ranke ich denn besser? Und ich muss sagen, ich finde eigentlich beide gleich gut. Aber aus Sympathiepunkten ein bisschen, ne, kam das andere Game davor. Aber dazu gleich. Zelda Spirit Tracks hat eine sehr coole Welt, hat eine aus meiner Sicht auch sehr gute Story für ein Zelda-Spiel. Allein fein ist nicht wieder die Prinzessin ist gekidnappt und irgendwas. Das denkst du zwar am Anfang des Spiels, aber es kommt ein schöner kleiner Plot-Twist. Die Charaktere sind interessant, vor allem der Log. Bester Charakter des fucking Spiels. Die Welt ist cool. Ich mag das Zugsystem. Wie gesagt, der Soundtrack untermalt das alles sehr schön. Es ist sehr nice. Die Dungeons sind ein bisschen leichter. Das Spiel hat einen sehr easy Schwierigkeitsgrad. Und manche werden sich eventuell auch nicht mit der Touch-Steuerung zurechtfinden. Ich mochte sie. Ich habe kein Problem damit. Inseln, die ganzen Collectibles, das ist alles sehr cool. Die Grafik war halt das, was du damals auf dem DS machen konntest. Habe ich auch kein Problem mit. Wie gesagt, die Dungeons und der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen das, was wahrscheinlich einige kritisieren. Ist, dass das Spiel manchmal sehr leicht ist. Aber ich lieb's einfach. Ich liebte auch das Ende, das Finale. Oh boy, wer weiß, was ich meine, ne? Das war sehr cool. Ich habe nur gute Erinnerungen an das Spiel. Es gibt manchmal frustrierende Sachen wie in dem Eistempel, dass viele abgerutscht oder du musst Leute von da und da zu transportieren oder viele Nebenmissionen sind einfach nur nervig und frustrierend, wie zum Beispiel die Finsterkristalle. Ihr wisst alle, was ich meine. Es ist so eine Sache. Man kann das Spiel entweder lieben oder hassen. Platz 7. Zelda Twilight Princess. Haha, mein Wii-Zelda. Ich habe Skyward Sword gehasst. Also, es ist gehasst. Ich mochte es nicht, den Nachfolger. Und ich kann vieles verstehen. Es ist einfach nur langweilig und zieht sich wie Kaugummi. Und da habe ich auch bis zum 5. oder 6. Dungeon. Und dann habe ich irgendwann einfach keinen Bock mehr gehabt. Twilight Princess war da schon deutlich besser. Ich mochte bei Twilight Princess. Es wird von vielen als das dunkelste Zelda angesehen. Und ich kann eindeutig sagen, ja, es ist sehr düster, es ist sehr dark, es sterben sogar manchmal Charaktere. Die Story mit Midna ist cool, die ganze Hyrule-Story ist cool. Die Nebencharaktere sind sogar manchmal interessant von deiner kleinen Abenteurergruppe. Manche Dorfbewohner sind cool, auch dass Link nicht nur obviously für die Prinzessin simpt, sondern in seinem Dorf jemanden hat, auf der er offensichtlich steht. Der Einstieg ist cool. Ich habe den Einstieg jetzt nochmal für euch gezockt. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe mich an so viele Sachen wieder erinnert. Ich habe das Game vor Jahren, vor bestimmt 5-6 Jahren durchgespielt. Ich habe das mittlerweile 2-3 Mal durchgezockt. Es macht so viel Spaß. Die Dungeons sind aus meiner Sicht die besten Zelda-Dungeons, die ich je gezockt habe. Vor allem in dieser 3D-Umgebung, mit dieser Ansicht, hat mir das sowas von Spaß gemacht. Es ist vor allem auch ein schweres Zelda.
Wenn ihr nicht die ganze Zeit am Herzteile sammeln seid oder irgendwas, die Nimbus-Garden sind ultra krass, diese Eiswachen sind ultra krass, diese manche Gegner sind das Heftigste, was ich je gesehen habe. Das ist ultra heftig. Die Drillhöhle ist, die drillt dich wirklich, die grillt dich wirklich. Das ist so eine Herausforderung. Ich liebe das Spiel einfach. Auch für die Wii. Ihr habt keine Angst, ihr habt Bewegungssteuerung im Spiel, aber das ist nur zum Aimen von beispielsweise der Schleuder oder, keine Ahnung, manchen Sequenzen oder für den Bogen oder so. Ansonsten könnt ihr das Spiel ohne Bewegungssteuerung durchspielen. Das ist sehr, sehr cool. Müsst einfach nur euer Schwert und Fernbedienung so ein bisschen schwingen und dann kämpft ihr. Und das ist sehr nice. Vor allem hat das Spiel ein cooles Kampfsystem. Vielleicht auch mit den vielen Techniken und so, die man lernen kann, wo viele auch optional sind. Das ist einfach nur awesome. Ich liebe die Charaktere, ich liebe das Spiel, ich liebe den Style, ich liebe die Länge des Games, auch wenn es manchmal ein bisschen langgezogen ist. Auch die ganze Schattenstory mit Santo, mit dem Schattenspiegel, so ein wichtiges Item, was quasi, keine Ahnung, aus meiner Sicht hat es die Wichtigkeit vom fucking Triforce. Es ist einfach das Portal in eine andere Welt, es ist einfach ultra mächtig. Es ist geil, es ist cool, spielt es, ist für mich ein 10 von 10 Spiel. Platz 6, Watch Dogs. Ja, ihr seht, ein paar Spiele aus anderen Listen wiederholen sich, aber Watch Dogs ist für mich, ich habe es letztes Jahr Oktober bis November gezockt, war es, glaube ich, und ich habe es gefeiert. Es war ultra cool. Das war, glaube ich, mit mein erstes Ubisoft-Spiel, abgesehen, dass ich mal Black Flag gezockt habe, was ich jetzt durchgezockt habe, und das war scheiße. Es war ultra cool. Ich mochte Aiden Pierce als Charakter. Ich mochte die Steuerung. Ich mochte das Hacking-System. Es ist meistens im Spiel, wo viele kritisieren, der zweite oder der dritte Teil hat mehr Hacking gemacht. Ja, obviously, Alter. Es war auch der erste. Ne? Watch Dogs 1 war der erste Teil der Reihe. Natürlich ist da nicht so viel Hacking drin. Ich finde aber, es hat das beste Parcours-System, weil es fucking simpel ist. Es hat aus meiner Sicht eine schöne, überschaubare Welt. Die Grafik ist das Einzige, was heutzutage ein bisschen drunter gelitten hat, aber auch noch okay aussieht. Ihr drückt meistens zum Hacken einfach nur irgendwie Viereck und dann hackt ihr euch mit diesem komischen Schalträtsel irgendwo rein. Aber das machen sie im Spiel auch so oft, dass es vielleicht einmal jede Dreiviertelstunde rankommt und das stört mich persönlich nicht. Ich finde die Story nicht langgezogen. Ich finde die Story vor allen Dingen nachvollziehbar und gut. Ich mochte die Antagonisten und alles. Ich mochte Irek oder Badbug, Lucky Quinn. Der Böse am Ende. Fucking vom Chicago South Club. Ich mochte auch T-Bone und Clara und alle. Und Damien Branks. Oh boy. Die Antagonisten sind alle sehr gut. Ich mochte die Story. Ich mochte generell, wie es alles aufgebaut war. Und vor allen Dingen der Soundtrack. Ach ja, einen dürfen wir ja nicht vergessen. Default. Der ganze Soundtrack. Das ist alles so cool. Jetzt habe ich nochmal Bad Blood gezockt. Den DLC vor eineinhalb Monaten ungefähr. Hat mir eher nicht so gefallen, war eher ein cooler Abschluss für T-Bone's Story, aber die Nebenmissionen sind der letzte Dreck. Da merkst du einfach nur, dass es die Nebenmissionen sind scheiße, jede einzelne, und vor allem sind es viel zu viele. Aber die Nebenmissionen im Hauptspiel sind cool. Ob es jetzt, ich persönlich werde jetzt die kurz aufzählen und euch empfehlen, was ihr machen müsst. Die Konvoi-Mission müsst ihr nicht machen, die Menschenhändler-Mission müsst ihr nicht machen, die QR-Code-Mission ja, die CTOS-Einbrüche könnt ihr gerne machen. Und die Einbrüche in die Privatsphäre von den Leuten, das eventuell auch noch. Die Waffenhändler-Dinger nicht unbedingt, die Voice-Dinger von Damien oder Maurice, je nachdem, wie viel ihr über die Background-Story wissen wollt. Ansonsten, das Spiel hat cooles System, hat cooles Hacking, hat ein Kampfsystem, was ich sehr geil finde. Ihr könnt einfach mit der schallgedämpften Pistole schön Fokus und dann das ganze Spiel einfach durch. Es macht so viel Spaß. Es ist an manchen Stellen aber sehr challenging. Es macht einfach nur Fun. Es ist für mich eine 9 von 10. Es ist sehr geil. Warum habe ich es vor Zelda gerankt? Weil es für mich insgesamt ein bisschen ein runderes Produkt hat. Ist und mich nicht so oft frustriert hat, wie manche Punkte in den Zelda spielen. Danach haben wir auf Platz 5 Undertale. Undertale habe ich vor, lass mich nicht lügen, 5 Jahren durchgespielt oder was? 2018 oder so. Und ich bin richtig in den Hype reingefallen. So wie manche Leute Undertale-Fans waren und dann irgendwann genug von der Reihe hatten, so ging es mir. Ich habe mir jedes Musikvideo angehört, ich habe mir jedes Popular-Video, ich habe mir die Undertale Comic TV, diesen Channel, ich habe mir das jedes Mal reingezogen, ich habe die Story geliebt, den Soundtrack.
Ich habe das Spiel Pacifist Run gemacht, True Pacifist Run. Ich habe dann nochmal den Genocide Run gemacht, bin an Sans gescheitert, der hat mich einfach gebrochen. Ich habe da in dem Spiel wirklich so gut wie alles gemacht. Ich habe die Scheiße rausgegrindet, ich habe mir Theorien dazu angesehen, die Musikvideos, die ganzen Versionen, Megalovania rauf und runter gespielt. Ich habe das gemacht, was viele Leute gemacht haben. Ich bin dem Hype völlig verfallen. Und das 3 Jahre nach Release, wo jeder andere das schon durch hatte. Ich bin sozusagen in die Ende, so in das Ende der Ära von Undertale reingekommen. Mittlerweile ist es halt so, ja, Megalovania ist ein Meme, Sans ist ein Meme, bla bla bla, das Spiel gibt's auf jeder Konsole, es ist ausgelutscht. Es ist durch. Es kam 2015 raus, es kam vor 9 Jahren raus. Es ist einfach fucking schon durch. Ich muss sagen, ich fand's geil, die Story ist gut. Ich habe jetzt nochmal den Anfang gespielt für euch, ihr seht's im Video. Und das fühlt sich einfach an, ihr dürft es nicht als dieses riesige Meisterwerk bezeichnen oder halt spielen, was halt jeder im Internet sagt. Geht völlig neutral an das Spiel ran und sagt einfach, das ist so ein Off. Das ist wie Off, so ein kleines Indie-Pixel-Game, was wir uns jetzt mal ansehen. Auf Platz 4 haben wir Silent Hill Shattered Memories. Mein Lieblings-Silent Hill. Ich habe ja damals gesagt, dass es auch mit Homecoming mein Lieblings-Silent Hill ist. Jetzt, nachdem ich es gespielt habe, habe ich mir gedacht, nee, Alter, bloß nicht. Da bleibt eigentlich nur noch Shattered Memories. Ich liebe die Grafik des Spiels, ich liebe den Soundtrack, die Atmosphäre, wie es dir alles rüberbringt. Allein, dass das nicht einfach wieder eine neblige Silent Hill-Stadt ist, wo dann manchmal Rost kommt und Feuer und alles wird so, ne, hat so warme Farben. Nee, sondern einfach mal das komplette Gegenteil. Zack. Alles ist eiskalt. Ich liebe auch die Verfolgungssequenzen im Spiel, denn was viele nicht mitgekriegt haben, das Spiel hat, glaube ich, eine adaptive Schwierigkeit. Sprich, wenn du in Verfolgungssequenzen ein paar Mal stirbst, macht es das Spiel einfacher. Es legt dir öfter Items hin, es nimmt dir die Gegner ein bisschen weg, es werden erstmal weniger Gegner und die Gegner bemerken dich nicht so schnell. Sie sind ein paar Gebieten, ne, ein bisschen anders. Sprich, das Spiel, je nachdem, beschissener du bist, desto leichter macht es dir das Spiel. Noch dazu kommt die wirklich krasse Präsentation auf einer fucking Wii-Konsole, das wollen wir mal nicht vergessen. Das Spiel ist einfach nur geil. Noch dazu könnt ihr es auf einer fucking PSP spielen und das läuft sehr gut, muss ich sagen. Ihr könnt es auf der PS2 spielen und das läuft, glaube ich, auch ganz okay. Das Spiel ist awesome, der Flair ist gut, die Gebiete sind gut, die Charaktere auch, die Charaktere sind nice, das ist generell das Spielsystem, dass sich das so formt, ne, dass sich das dein psychologisches Profil, ne, die am Ende so eine Bewertung gibt, ist nice. Die Hauptstory vom Spiel hat einen Banger am Ende, ich werde es jetzt nicht spoilern, wer es bei mir auf dem Channel gesehen hat, awesome. Es ist einfach nur geil, geht auch nicht zu lang. Ihr müsst halt heute mittlerweile dafür rechnen, dass er für die Wii-Version mindestens 30-40 € hinballert. So eine Sache und so ein großes Replay-Value hat es, glaube ich, nicht. Ihr könnt es alle 2-3 Jahre mal durchspielen, um euer psychologisches Profil aufzufrischen. Aber die Story hittet nur einmal krass. Aber es ist awesome. Es ist mein Lieblings-Silent Hill. Ich liebe die Atmosphäre. Ich habe auch kein Problem mit den Verfolgungssequenzen, weil, wie gesagt, adaptive Schwierigkeit und so. Generell, du störst vielleicht 2-3 Mal und dann rennst du halt wieder durch. Die Verfolgungssequenzen machen wir trotzdem Panik, weil ich halt wehrlos bin. Ich kann nichts machen. Auch das Spiel hat vielleicht nicht so viel Horror, weil du weißt, ich kann jetzt nicht angegriffen werden in den normalen Sequenzen. Das sagen ja viele so, oh, warum sollte ich denn Angst haben mit den normalen Sequenzen? Ja, aber wenn da mal so ein Schatten aufploppt, so diese Schattenfigur oder keine Ahnung, du hast wieder dieses Flashen von den Telefonen. Das Spiel hat einfach eine düstere Atmosphäre und das lässt sich einfach unwohl mit so einem Unwohlsein zurück. Und das reicht mir. Das reicht mir einfach. Es ist sehr geil. Deswegen noch dazu die leichten Rätsel im Spiel, aber die sehr coolen Rätsel. Ne? Sehr cool umgesetzt, sehr gut mit der Bewegungssteuerung wird gearbeitet. Alle Stärken der Wii eingefangen. Es ist für mich ein 10 von 10 Spiel. Silent Hill Shattered Memories ist fucking großartig. Auf Platz 3 haben wir Persona 4 Golden und es tut mir ein bisschen leid für das Spiel, dass es auf Platz 3 ist, weil es ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Es ist ein 10 von 10 Spiel, es ist das erste Persona, mit dem ich angefangen habe und ich habe es auf der PS Vita original gezockt, wie ihr hier schon sehen könnt. Es tut mir leid, dass ich es so aufgenommen habe, aber ich wollte euch zeigen, wie es ist, was für ein Flair es hat. Es macht einfach Spaß. Ich habe irgendwie so zwischen 70 und 80 Stunden da reingesetzt. Es hat unfassbar viel Fun gemacht. Es ist ein Lebenssimulator mit JRPG-Elementen. Ihr habt wirklich diese Kleinstadt, Inaba. Ihr habt so einen schönen Soundtrack. Der Soundtrack ist Bombe.
Die Battle-Themes vielleicht nicht so, die sind im dritten Teil besser, aber alles andere an dem Spiel ist awesome. Die Story ist gut. Das ganze Mysterium um die Mordfälle in Inaba. Auch deine ganzen Team-Charaktere, wie die nach und nach reinkommen. Die Dungeon-Themes, die Dungeons, wie sie aufgebaut sind. Das System mit wirklich diesem Lebenssimulator. Du kannst mit Leuten abhängen, du kannst kämpfen, du kannst dir Sachen für den Raum holen. Du kannst fucking gamblen an irgendwelchen Automaten, du kannst ins Kino. Du kannst Fische fangen, einen Haufen Nebenmissionen hast du. Das Spiel hat dir halt einfach, du hast ein Jahr Zeit. Das Spiel hat vor allem auch so True Ending und so ganzen Kram, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich das Game Casual durchzocken wollte und mich nicht irgendwie in eine Richtung von Story drängen wollte. Ich wollte das Spiel erleben, wie ich wollte. Und das habe ich gemacht und es hat Spaß gemacht. Auch das ganze System, worauf viele natürlich scharf sind, sich eine Freundin oder ein Freund in dem Spiel zu angeln. Obwohl, nee, das war nur in Persona 3, dass man Girl spielen konnte. Schade, das sollten sie in anderen Teilen auch machen. Ne, da sind viele scharf drauf. War jetzt eher so mein zweiter Punkt. Aber es ist einfach nur cool. Auch das Kämpfen, ich habe meinen Persona so aufgelevelt. Ich hatte am Ende halt einfach, habe ich dann versucht, halt einfach jeden Gegner, auch neue Gegner im Dungeon, die ich noch nie gesehen habe, von denen ich noch nicht mal die schwächen musste, halt einfach innerhalb von ein, zwei Runden meinem Team komplett zu erledigen. Ich bin sowieso ein Persona-Spieler. Ich nutze meine Hauptpersona vom Hauptcharakter und das war's. Und ich nutze die Charaktere, die ich am Anfang im Spiel bekomme. Sprich, bekomme ich die ersten drei Charaktere und die werden zu meiner Party hinzugefügt, dann bleiben die auch meine Party. Ist meine kleine eigene Challenge. Ich habe mir das Spiel also schwieriger gemacht, als ich es machen musste. Ich habe nie meine Hauptpersona gewechselt. Immer nur Izanagi. Ich habe nie was anderes genommen. Das war sehr cool. Und trotzdem ist das Spiel machbar. Es ist einfach ultra schön. Es ist wirklich eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Auf Platz 2 haben wir One Shot. Ein Spiel, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass es mein Lieblingsspiel sein würde, aber es ist es nicht geworden. One Shot ist das schönste und beste Indie-Game, was ich je gespielt habe. Es ist, oh Gott. Es ist ultra emotional. Ich liebe die Story, ich liebe Nico, wunderbarer Charakter im Spiel. Ich liebe die Animation. Der Soundtrack ist Gold. Wer es bei mir auf dem Channel als Let's Play gesehen hat und Solstice, das fließt hier mit rein, ne, die Zusatzepisode. Einfach nur cool. Es ist eine Story mit einem schönen Happy End am Ende, die aber auch nicht so happy für einen selber ist. Du musst im Spiel lernen, loszulassen, einen Charakter loszulassen, den du im Spiel so lieb gewonnen hast. Der Charakter, der stirbt nicht oder sowas, aber der ist am Ende einfach weg. Und auch das Ende, dass du dann immer wieder in diesem einen Raum erwachst, in diesem kleinen Haus, draußen rum das Licht und du weißt halt einfach, du weißt, Nico wird's gut gehen. Nico ist wieder in der eigenen Welt, weil Nico gehörte nicht in die Spielwelt. Wirklich. Du kannst nichts mehr machen. Und auch die World Machine. Oh gosh, die ganze Story, die hat meinen Kopf so kaputt gemacht. Und das ist halt einfach, das ist eins der Spiele, wo ich jedes Mal heule. Wenn ich den Soundtrack höre oder wenn ich das Game irgendwie nochmal mehr das Ende ansehe oder so, irgendwelche Videos. One Shot ist fucking großartig. Auf Platz 1 haben wir Pokémon Schwarze Edition 2. Das ist mein Lieblingsspiel, mein absolutes Lieblingsspiel. Das habe ich mittlerweile so oft durchgespielt, ob es jetzt Pokémon Schwarz und Weiß 2, also, ne, ob es jetzt Schwarze 2 ist, Pokémon Weiße 2 ist. Ich liebe das Game. Das Game kostet sehr viel heutzutage. Aber es hat auch den Inhalt. Es hat ein Postgame von einer halben Region. Es hat die Theater, es hat diesen Moviepark da, das hat den ganzen Kram, es hat so viele Sachen, die du nochmal neu ablaufen kannst, du kannst die Liga nochmal neu machen, dazu sowieso das Hauptgame, was riesig ist, die ganze Pokémon-Auswahl, ich liebe die eine Region, ich liebe die Arena-Leiter, ich liebe die ganzen Charaktere, unseren Rivalen, ich liebe das neue, böse, ganz böse Team Plasma, dieses wirklich klischee-böse Team, ich liebe Geetzes als Antagonisten, N. Die ganze Story ist geil und wie du dein Team aufbauen kannst, wie du willst. Abgesehen von VM-Sklaven, aber das mache ich nicht. Ich binde halt die VMs immer mit in mein Team mit ein. Shame on me. Zudem hat das Spiel eine gute Schwierigkeit. Ich habe ein Trauma von Lilia, von dem Champ, von den Top 4 Eugen mit seinen Kampf-Pokémon. Alle anderen kannst du halt wegklatschen, aber so Lilia und Eugen, die. Eieiei. Die Arena-Leiter, awesome. Vapidro City mit Mika, Arena-Leiterin, aus meiner Sicht beste im kompletten Game. Weil Antra-Style, Antra-Flair gab es nicht im Vorgänger, awesome. Ich liebe das Spiel einfach. Pokémon Schwarz und Weiß Edition 2.
Respektiert die Zeit seines Spielers, weil viele Umgebungen, viele Gebiete optional sind. Du kannst viel leveln, ist optional. Du kannst, du hast Legis am Ende, nicht zu viele, aber du hast Legis, die du suchen musst. Es gab Event-Legis, die es leider nicht mehr gibt. Es gibt das coolste Pokémon Victini gab es damals, was heute sehr schwer ist ranzukommen. Das Ding ist einfach sehr, sowieso sehr noch ein Postgame mit der das alten Region, so alte Gebiete von Pokémon Schwarz und Weiß, die neu erkundbar sind, mit neuen Leveln, neu. Du kannst die alten Arena-Leiter wieder treffen, das ist nice. Und kannst sogar mit denen kämpfen und gegen die kämpfen. Sehr, sehr miese Attacke. Du hast das Pokémon World Tournament, wo du alle alten Arena-Leiter und alle alten Champs gefühlt erledigen kannst und vielleicht sogar noch ein paar Special-Charaktere triffst. Dann müssen wir auch. Wie gesagt, du hast im Pokewood, das ganze Filmding, du hast einfach so viele Möglichkeiten im Spiel, dass es dich erschlägt. Du hast die Kampfmetro. Mal gucken, was es wird. Und noch so vieles mehr, was ich jetzt vergessen habe. Also dieses Haus der Prüfung, du hast die Eingangspassage. Und das alles von Pokémon Schwarz und Weiß zu Schwarz und Weiß 2, das alles in einem Nachfolger. Dieses Spiel hat Content, dieses Spiel hat Spaß. Wenn es keine Bäre hätte. Und dieses Spiel macht nicht irgendwas, um dich abzufacken oder um dich zu nerven. Es schickt dich nicht von einem Teil der Region auf eine andere und eine nächste und dann erkunde mal die Route und du weißt nicht, was du machen musst. Das hat mich in Pokémon Diamant und Pearl abgefuckt. Deswegen wird das nie besser sein können für mich wie Pokémon Schwarz und Weiß 2. Weil das meine Zeit nicht respektiert hat. Das hat mich von einer Seite der Region zur nächsten geschickt und hin und her. Und hin und her. Und hat mir nie gesagt, irgendwie so ein bisschen so einen Faden geben, geh jetzt mal dahin, mach das jetzt wir mal. Wir können uns jetzt erstmal Statik abholen. Schwarz und Weiß 2, bestes Pokémon-Spiel. Es ist eine 10 von 10. Ich würde mehr geben, Tornado, wenn ich könnte. Es hat so viel Spaß gemacht. Es ist ein so geiles Spiel. Spielt es bitte selber. Fucking awesome. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende. Ich musste sehr viel Gameplay hier für das Spiel aufnehmen. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen aus meinen Videos genommen oder so, ne? Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das war mit das aufwendigste Video, was ich hier je gemacht habe. Vor allem war es für mich halt schwer, mir Sachen und Spiele rauszusuchen, ein bisschen zu begründen, was ich halt geil fand. Ich habe es einfach nur frei rausgeredet meistens. Das Ganze zu ranken war hart und ich muss wirklich ohne Flachs sagen, dass jedes Spiel hier auf der Liste schon sehr stark an eine 10 von 10 rankommt. Das ist ultra geil. Und ich würde sagen, wir machen sowas jetzt mal alle ein, zwei Jahre, um zu sehen, wie sich diese Liste verändert hat. Weil das sind halt einfach meine Lieblingsspiele gewesen, die ich halt in mein Herz geschlossen habe und die ich dann nie wieder rauslassen werde. Die sind einfach nur geil und eventuell könnt ihr da, ne, macht eigene Listen, was weiß ich was, tragt eure Meinung dazu kund. Mir egal, hatet mich dafür für meine Auswahl. Mir egal, das war's, meine Stimme versagt. Bis zur nächsten Top-Liste.